Hallo zusammen. Riyad Mahrez hat eine Flashback-Karte bekommen für seine Leistung, auch bei Leicester. Irgendwie fließt bei Kanté war jetzt auch bei Mahrez für die Leistung bei Leicester. Ja, Karte sieht auf den ersten Blick gut aus. Wir gucken uns die mal ein bisschen genauer an. 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, also für die Skiller ganz gut. Arbeitsrate Mittel-Mittel, vielleicht nicht die besten für Offensivspieler. Daher wünscht man sich im Angriff eigentlich ein bisschen mehr Arbeitsraten. Aber so ist es. Dann haben wir die Attribute. Antritt 91, Sprintgeschwindigkeit 86, ist in Ordnung für einen Flügel. Absolut ausreichend. Der Abschluss ist vollkommen in Ordnung mit 84. Ja, es passen 85 kurzer Pass, Übersicht 86, Effet 87, also auch alles gut. Dribbling ist wirklich gut, mit Beweglichkeit 90, Balance 86, Ballkontrolle 90, Dribbling 89, also wirklich sehr, sehr gut. Physis ist halt seine Schwachstelle, gerade bei Flashback-Karten, da sind sie ja meist ein bisschen jünger gewesen damals, deswegen nicht so stark. Da haben wir Stärke 58 und Ausdauer 79. Das ist definitiv ausbaufähig, aber noch halbwegs in Ordnung. Dann haben wir die Fähigkeiten angeschnittene Schuss, das ist wichtig aktuell immer noch. Flair und alles andere CPU. Und wir gucken mal, was wir brauchen. 5 SBCs, einmal 11 Goldspieler häufig oder selten, je nachdem, was wir wollen. Dann 11 seltene Goldspieler, ein Team mit 84 und ein Team of the Week, ein 82 mit einem Leicester oder Manchester City Spieler, ein 86er Team und das war's. Preis würde ich, also muss ich jetzt schätzen, der Markt ist halt verrückt, würde ich auf, weiß ich nicht, so 100 bis 120.000 wahrscheinlich jetzt schätzen, ist also nicht so teuer. Wir müssen aber eins überlegen: In ungefähr einer Woche kommt der Spieler des Monats der Premier League raus, was definitiv Mo Salah wird, der auch auf dem rechten Flügel spielt. Und dann ist diese Karte halt die viel schlechtere Version von denen, die man haben kann, wenn man SBC macht. Deswegen, wenn man SBC-Futter hat, aufheben für Mo Salah. Bis dann. Ciao, ciao.